So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed und wir machen heute weiter mit den nächsten Rennen, wie auch immer. Gucken wir mal, was überhaupt die Karte für uns so offen hat. Überhaupt ein Rennen. Wir haben wieder ein Tagrennen, das könnten wir 180, okay, Skorpion, dann müssen wir noch ein bisschen Tuning. Was haben wir hier? 140, das können wir fahren. Dann fahren wir heute wieder ein bisschen Tagsrennen. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Ohne Kohle kannst du keine Teile freischalten. Also, kaufen. Freischalten können wir ja nur durch die Reputationspunkte, die wir ja in der Nacht. Die wir in der Nacht verdienen. Da haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, ziemlich viele gemacht. Du hast offenbar was richtig gemacht. Wir haben unsere Einladung. Nutz deinen Wagen so weit wie möglich auf und triff dich dann mit mir. Machen wir doch noch, aber jetzt nicht, heute glaube ich wahrscheinlich nicht den Showdown, sondern wir fahren heute wieder ein paar Rennen. Ich will das Ding jetzt mit diesem 180 bringen, soweit es irgendwie möglich ist. Oder vielleicht fahren wir es in der nächsten Folge, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Das sind einfach verdammt eng da. Ja, in der letzten Folge, wie gesagt, haben wir sehr, sehr viele Kopfs abschütteln können. Gott sei Dank, abschütteln können. Das hat uns wieder eine Menge Punkte gebracht. Also jetzt sind wir mittlerweile fast Level 10. Ah, da vorne ist ein Kopf. Ich lasse sie gerade mal ein bisschen in Ruhe. Okay, Gott sei Dank. Also es hat scheinbar funktioniert, dass wir jetzt gerade ein bisschen einfach stehen geblieben sind, weil sonst wäre der sehr wahrscheinlich auf uns drauf gegangen. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv zu gehabt. So, was hier übrigens ein bisschen rauscht, ist mein Lüfter. Es ist echt warm hier oben drin und deswegen. Ja. Nehmen wir die Geldbelohnung mit, sind 16.000, die wir dafür kriegen und ich denke mal, das sollten wir eigentlich locker verschaffen, das Rennen und ja. Ja, wieder die gleichen Rundkursrennen, Larry. Hier sind wieder zwei Rennen, die wir heute fahren werden. Sehr wahrscheinlich zumindest. Aber es kann auch sein, dass wir ein bisschen was weniger fahren, wenn hier wieder Cops kamen, so wie in der letzten Folge. Da kam uns ja auf einmal wieder ganz, ganz viele Cops im Ring. Ah, okay, der möchte gerade ein bisschen mit dem Spielen, mit dem Acura RSX da neben uns gewesen, der grüne gerade. Was das hier vorne ist, weiß ich gerade nicht. Ich jetzt nicht der Golf, ne? Und hier ist jedenfalls. Okay, jetzt bin ich. Da hat uns gerade schön rausgedrückt jetzt außen. Wir sind jetzt wahrscheinlich nur Fünfter. So, wenn du mich jetzt gerade ein bisschen weiter näherst. Aber heute, das Problem ist, einer ist jetzt erstmal gerade ein bisschen weg. Aber keine Sorge, den fange ich mir noch da vorne ein. Runde 2 von 3. Ist das, ne? Ist das richtig, der alte Dreier? Den wir auch am Anfang hätten picken können. So, jetzt. Ja,
nicht so drauf hast, wenn ich hier so schneide. Dass ich da nicht irgendwie einen Checkpoint verpasse. So, und damit geht die zweite Runde an uns und wir sind jetzt in der letzten Runde und hoffentlich, dass wir dieses Ding hier auch noch gewinnen, weil diese Kohle würde ich so gern mitnehmen. Wir müssen 180 haben, damit wir zumindest hier eine Aufgabe schaffen können. Also ich weiß nicht, wie weit der Showdown da jetzt das Minimum ist. Gott sei Dank ein bisschen abgeschüttelt, sind wir 240 Meter weg, also es ist gerade ein ordentliches Stück zurückgefallen. Dafür, dass er mir am Anfang so Probleme gemacht hat. Ist er dann doch jetzt relativ easy weg, aber ja, ich glaube, das Runden, das schaffen wir nicht mehr. Aber egal, ist auch nicht das große Ziel gewesen, also wir haben das Rennen gewonnen und alle der andere ist dann in dem Moment wurscht. Das sind 1000, nehmen wir gerne mit. Die brauchen wir auch. So, also Larry haben wir geplättet. Dann haben wir hier oben noch einen Rennen. Auch 180, das brauchen wir noch. Was haben wir denn hier überhaupt? Was ist denn der Showdown? Nicht ein Geschicklichkeitstest. Dann fahren wir den jetzt als nächstes, komm. Dann fahren wir, ich denke mal, heute mal ein bisschen unser Geschick auf die Probe. Weil zwischendurch haben wir auch ein bisschen... Fahren wir auch mal ein bisschen was anderes, machen wir mal ein bisschen wieder Story. Aber nicht nur. Ich versuche diesmal, sofern es möglich ist, soweit mehr zu zeigen, als ich im ersten Durchlauf gezeigt habe. Und klang. Ich war dann 19er durch. Hier ist wieder ein Rennen. Aber das ist, glaube ich, Ihnen egal, oder? Reaktion heißt es. Aber da brauchen wir die 180 für. Okay, das nehmen wir dann also mit, wenn wir dann soweit sind. Meter. Wow! Na gut, ich habe das Ding immer auch zu spät gesehen. Da unten ist er. So, 130 sollen wir damit. 130 soll die Gesamt. Ding sein. Hey Dex! Schön, dich wiederzusehen! Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach. Okay, dann fahren wir dem guten Dex mal hinterher und gucken mal, was er uns hinführt. Nimm die nächste links. Okay, machen wir doch. Ah, nicht Lukas diesmal, hä? Hm? War ja klar. Nö. Jetzt nach rechts. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle.
weshalb sie perfekt war. Dreckige das Luft und juckt den gerade nicht, dass ich ihm sein Auto versuche zu treffen. Einmal ist Lucas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Autsch. Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Na dann, das macht ja ein bisschen Hoffnung jetzt gerade hier. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Ich denke mal, dass wir dann auch demnächst, wenn wir den freischalten, wenn wir den nächsten Mustang noch nehmen, der uns ja noch ein bisschen fehlt. Also ich habe bewusst mit dem Mustang mal angefangen. Einfach mal ein bisschen was anderes machen. Aber ich finde die ganz cool. So. Das heißt, sie sind... Ja. Dann zeig mal, was du kannst. Wo bist du von mir hin? Ah, hier. Gut, da geht's jetzt sofort los. Nupalam heißt es. Ein Rundkursrennen ist es. Und wir sollen das Ding im Idealfall gewinnen. Naja, gucken wir mal. Bleib an mir dran! Oder geh selbst in Führung! Ja, versuche ich doch gerade. Ich bin doch schon in Führung, mein Freund. Guter Start! Und hier ist schon das Ziel. Vier Runden sind das also. Du bist momentan nur 4. Oh. Aber der eine mir ein bisschen an der Backe klebt noch. Ich hoffe, du kennst den Weg. Mittlerweile schon, ja. So, probieren wir's. Ich bin noch da. Na, dann hol ihn dir. Der zweite platziert. Jetzt kommt's drauf an. Na, da sind ein paar, die Jungs da hinten sind schon zurückgefallen. So, letzte Runde. Ich denke, zum Runden wird die Strecke zu kurz sein. Ich muss dich warnen. Ich verliere nicht gern. Das wirst du aber heute müssen. Nicht das Schwerste. Wow. Hat dir Lucas das beigebracht? Er war nämlich früher ähnlich überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. Dankeschön. Oh, Dex hat sogar noch geschafft, den Zweitplatzierten sich einzufangen. Und wir haben den Geschicklichkeitstest abgeschlossen. Jetzt haben wir schon mal wieder 42.000. Sehr gut. Muss mal gerade gucken, dass mich das Speed. Das ist das Painting. Das nehme ich mal gerne mit. Und da vorne ist direkt noch eins.
ganz gucken, wo das ist gerade. Das dürfte hier hinter sein. Ja, hier ist es. Okay. Und da vorne ist eine Plakatwand. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Hey, Lukas hier. Bist du beschäftigt? Nein, grad ich nehme gerade eine Auszeit. Such das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Rast also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja klar, ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. Aber man muss ja... Ich dachte, irgendwo ist eine Sprungschanze, wo ich da mal vielleicht durchkomme. Aber irgendwie... Warte mal, was ist denn hier? Komm ich da hoch? Ich dachte mir... Ah, hier! Tickt sie niedrig, aber ich weiß, wo es. Ich nehme die nämlich noch mit, ich würde die gerne mit. Jetzt hab's. So, gucken wir mal. Dann sind wir durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Und ja, da gucken wir mal, was wir danach machen.